Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlift. Es ist schon mir wohl das, wo man am schlimmsten auf Disney Plus angeguckt, was da so lebt. Ja, was das war, das seht ihr an dieser Episode. Also, ich habe mir den neuen Pinocchio angeguckt von Robert Zemeckis. Ja, tatsächlich Robert Zemeckis. Und das hat mich noch mehr irritiert, wo ich zum Schluss gesehen habe und recht realisiert habe, mehr den Film als ich von ihm. Wieso ist den dann, ist so ein Lori draus, so grottenschlecht? Ich weiß mal nicht, wo ich aufhängen soll. Also, Ried raus, so wie der Film mir rüber könnt, fehlten sich un wie Favor-Dram. Wir sprangen halt von Szene zu Szene, ohne weiter auf verschiedene Sachen anzugehen, ohne Kontext, ohne Sinn und Verstand. Und verschiedene Sachen gehen einfach nicht weiter thematisiert. Und es bilden sich, es bauen sich mal keine richtigen Emotionen ab, weil sich die Bindung zwischen dem Geppetto und dem Pinocchio mal gar nicht weiter erläutert wird. Das ist, hier ist mal da, und dann geht ein bisschen getanzt, und dann geht ein bisschen gelernt, ein bisschen gesungen, dann ist alles von der Bahn, dann geht Pinocchio in die Schule, und dann bricht die Welt zusammen. Okay, ich verstehe schon, dass das damals so am Zeichentrickfilm so gemacht hat, obwohl man da noch ein bisschen besser in Erinnerung als wie lo am Reale, mehr Erinnerungen können noch ein bisschen changieren. Aber ich verstehe ja, dass der Film die von dem Mols noch will machen. Aber ich verstehe nicht, wieso Disney das machen will. Wieso bringen sie die Live-Action-Filme dann ein zu Ende so raus wie die Zeichentrickfilme? Ich meine, wenn ich mal einen Zeichentrickfilm will gucken, da gucke ich mal den an. Für mich muss aber irgendwo ein Mehrwert sein an den Live-Action-Filmen. Für mich wird das dann am besten nach, wenn man nur spontan auf mit dem Dschungelbuch gepasst, wenn die Geschichte ein bisschen adaptiert. The Lion King wird mir daran auch nicht gefallen, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn ich die richtige Geschichte will gesehen, dann gucke ich die Originalgeschichte von dem aus. Und ich meine, wenn ihr dann die Optik von den Zeichentrickfilmen hört, dann verzeiht ihr viel, viel mehr. Wir haben hier halt eine reale Person, den Geppetto, der gespielt von Tom Hanks, den da leider auch nicht redet. Und dann haben wir reale Szenen, nicht reale Szenen, wir haben reale Kulissen, und wir haben aber dann deren an einer Lebewesen als CGI, aber auch an einem komischen Look, den sich ein bisschen mit den realen Szenen beißt. Also irgendwie fand ich den Mix aus Stilen, den du herrscht, auch nicht ganz treffend. Mir für mich wirkt das einfach so dahingerotzt. Wir bringen einen Pinocchio-Film raus und wir machen genauso wie Demos, just mal ein bisschen moderner, wir filmen das richtig und da setzt man Tom Hanks dahin, weil wir eine gute Starbesetzung haben. Und so könnte das für mich komplett rüber. Das wird weder Cover Fos, das ist ein Durchanehen, sondern gleich. Wie gesagt, ein Favor-Dram trifft das ziemlich gut. Und auch, wie gesagt, Tom Hanks rät die Situation halt nicht. Weil ein weiteres Problem, den ich mit dem Film habe, ist, er fühlt sich für mich komplett overacted. Und den Tom Hanks overacted, ich denke, die Anweisungen, die ihn da kriegt, oder was sie wollten erreichen, dass das aber so kanalisch und cartoonartig soll funktionieren, funktioniert für mich absolut ganz gut nicht. Und auch der Pinocchio, Leute, der Voice Actor, also, das mal leid, ich weiß nicht, ob es nicht mit mir so geht, aber mich hat mich extrem genervt. Also, es hat mich wirklich auf verschiedene Sachen, also verschiedene Szenen, also immer so immens auf den Nerv gegangen. Und überhaupt alles, jeder als Schauspieler, als man eigentlich mit seinen Geoveracts mehr auf Nerven gegangen, wie ich eine Bindung sein kann. Aufbauen. Das ist schon eine Handlung, die mich absolut so man mal am Rennstuhl lässt, die wohl die Möglichkeit gehabt hat, das modern zu adaptieren, nehmen los die verstöpsten, konfuse Story einfach stehen. Dann mit der komischen Optik an das Geoveract war für mich, ich meine, 1 Stunde 50, 1 Stunde 45, war nicht auszuhalten. Ich habe tatsächlich kurz überlegt, soll ich nicht einfach auswählen, aber mit meiner Zeit ein bisschen mehr etwas Sinnvolles zu fangen. Ja. Ich fand, also am Anfang war ich auch ein bisschen rosen darüber, dass der Film nicht an den Kino kommt, dass der direkt auf Stream, auf ihrem Disney Plus da lebt. Aber ich kann mir vorstellen, was so manche Leute den Kinospreis haut es das gegenüber Zölle für den Film gucken zu wollen, da sind dann mit relativ mieser Laune gegen ihn heimgehen. Also
Für mich hast du absolut keine Empfehlung, ein Platz, dass der erst du eine Stunde und ein Dreiviertel sie sitzt, an dem Murks du guckst, dann macht das mich schönes, weil das war wirklich nicht. Ich weiß noch nicht, wie ob Kanner vielleicht ein bisschen mehr Spaß darin haben. Aber Disney wurde dafür auch schon auf viele Positionen gewiesen, dass er einen Film aber rausbringen kann, der für Erwachsene so wie für Kanner funktioniert. Und vielleicht funktioniert den heute für Kanner, aber in Mengen auch für Erwachsene funktioniert den ganz gut nicht. Und hat keinen den Charme nicht, wie die Cartoon-Zeichnung hat. Und geht für mich nicht mal genug läuft und die ganze Geschichte rund. Und auch nicht kreativ. Ja, ich weiß nicht, was ich mich noch weiter soll abregen. Für mich einen absoluten, 100%igen Reinfall. Also, wenn ich eine Wertung misst aufgehen, also für mich. Also für 10 Punkte kriegt von mir vielleicht ein, wenn es da oben die Leute sich gemacht haben. Und da war das für mich. Nein, ich werde mir den nicht nachher angucken. Ein unnötiger Film, ein unnötiger Remake sozusagen. Ich wünsche euch viel Spaß mit irgendwas anderem, wer da macht, aber nicht mit dem Film. Ja, dann ging es so und dann sind wir fertig mit dieser Episode. Bis dann.